So. Komisch, komisch das Ganze. Du bist auch nur ein normaler Ex-Mensch. Okay. Ich muss weiter. Lass mich durch, du Ex-Mensch. Das war deren Reich? Karte? Exen. Ja, sieht nicht besonders groß aus. Und es ist eigentlich nur der eine hier, der uns die Aufgabe gegeben hat, den Anführer zu finden. Und deren Anführer ist tot. Also die Fraktion scheint nicht so wirklich wichtig. Oh, 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 oh. Wichtig zu sein. Schwert raus, Schwert aus. Das sind aber nicht die giftigen, oder? Du bist angeschlagen. Flieht? Na gut, dann flieh halt, dann bring ich deinen Kumpel hier um. Wenn ich ihn mal treffe. Komm schon. Also Level Up wäre auch mal langsam wieder dran. Auch wenn ich nicht so wirklich wüsste, welches Mantra ich dann sprechen würde. Wo zur Hölle bist du hin? Die sind jetzt nicht echt geflohen, oder? Garstige Fledermäuse. Oh. Sieht interessant aus. Nö, wir sind weg. Ah. Also wir hören noch was, aber das könnte auch irgendwas anderes sein. Na gut, erforschen wir jetzt ein bisschen hier die Gegend. Auch wenn ich eigentlich nur nach oben möchte. Kannst du nicht benutzen, kannst du nicht benutzen. Nö. Dum, 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 dum. Wir gehen nach Osten. Oh, hier geht's irgendwo rein. Oh, 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 das waren die Zauber, ne? Bisher zaubert er nicht wirklich. Zack. Wir haben uns aber keinen Schaden gemacht, jedenfalls keinen ordentlichen. Vielleicht gibt er gute Erfahrungspunkte. Oh, Kettenhelm ist beschädigt. Wie viel hältst du aus, kleiner Mann? Ich hoffe, da ist nicht noch ein zweiter oder so. Nee, ist okay. Hattest du irgendwas dabei? Nein. Hm, hast du irgendwas bewacht? Ja, schon mal eine Schriftrolle. Ah, das war eine Zauberschriftrolle. Und ich habe den Zauber weggeklickt. Okay. Dran denken, erst Auge drücken, damit rechts drauf drücken und wenn Zauber hier unten aktiv sind, nicht mit links rauf drücken, sonst verschwinden sie. Das ist echt alles. Benutzen. Hammer. Wand. Geht nicht. Ja, ein Einsturz. Oh, hier geht's nach oben. Das ist doch mal sehr wichtig. Dann schauen wir doch mal, wo es runter geht in der zweiten Etage. Hier. Runter. Wir waren mit der zweiten Etage eigentlich noch lange nicht fertig. Wir sollten da nichts großartig überspringen. Was ist hier? Hm, Stein. Okay. Wir brauchen unbedingt ein ordentliches Schwert. Momentan dümpeln wir nur mit dem Dolch rum. Und ich denke mal, deswegen hat der Imp was wahrscheinlich gerade auch so lange gedauert. Weil er fast keinen Schaden von dem Dolch nimmt. Du warst leer. Da ist ein sehr komisches Geräusch. Fackeln und was bist du? Inzens. Okay, du kannst weg. Inzens bleibt mal da.
Ah, sind wir? Oh, okay. Ja, hier ist eine gute Ecke, wo wir forschen könnten. Aber ich glaube, ich wechsle mal vom guten Dolch zu schlechtem Kurzschwert. In der Hoffnung, dass das mehr Schaden macht. Ding. Okay. Lederkäppi. Kannst mal mit und da rein. Okay. Oh, nur ein Stück Papier, das wäre eine Lagerkammer oder so gewesen. Na gut, was steht hier drauf? Um die Qualität eines Deals, also tauschen, besser einschätzen zu können, sprich Hund. Okay, das wird doch gleich notiert. Unter Mantras, Doppelpunkt. H-U-N-N ist Barter. Tauschen. Okay. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich das steigern möchte. Außer wir finden irgendwo ein Schwert im Angebot. Oder dann schmeiß ich den einfach mit Edelsteinen und Goldmünzen zu. Oh, da war noch eine Tür. Ne, das war die Tür, wo wir reingekommen sind. So, rechts waren wir eben gerade. Links sind Pilze. Zwar graue und grüne. Okay. Und Blutegel hatten wir auch schon irgendwo. In welchem Beutel war das? Oder haben wir die aussortiert? Die haben wir aussortiert, ne? Ja. Genau, weil die wiegen ja auch was. Das können wir später in der Rumpelkammer wieder machen. Bitte irgendwo ein Schwert. Eine Laute. Ich will keine Laute. Naja doch, nehmen wir die da mit. So. Hier kommt auch mit. Dietrich, hier können wir bestimmt auch irgendwann mal gebrauchen. Und ein zu schwerer Rucksack. Ah. Mit Maiskolben, die wir gleich essen. Rechte Maustaste. Port und Ale. Port und Ale. Rucksack kann hier bleiben. Port und Ale kommt mit. Aber auch nur für die Rumpelkammer. Denn das will ich nicht durchgehend mit mir rumschleppen. Ich denke mir, wir werden irgendwann Alkohol brauchen, um jemanden zu bestechen oder dergleichen. Aber bis dahin kann das ruhig da bleiben, wo es ist. Also wo es gleich sein wird. Giftraten. Und vergiftet. Zack. Kaputt. Kaputt. Also. Ein neuer Kettenhelm. Diese komischen Bolzen. Was haben wir hier? Rechts. Sprich dir das Mantra Ra, damit deine Treffer größere Effektivität haben. Oh, sehr schön. R-A. Angriffskraft, denke ich mal. So. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zurück zu dem Dingens. Und was haben wir hier? Worn Chain Cowl. Und wir haben Serviceable Chain Cowl. Ich kann also erstmal hier liegen bleiben. So. Raus, raus, raus. Wir wollen erstmal weg hier. Denn wir finden gerade zu viele Sachen, die wir nicht mitnehmen können. Was mit der Laute? Es ist eine Mandoline und keine Laute. Okay. Rechts rum. Also östlich und dann wieder rechts. Genau, darum. Darum. Und jetzt gleich, glaube ich, nach links zur Rumpelkammer. Gucken wir mal. Da war der Mineneingang. Rumpelkammer. Ach du gute Güte. Ja, definitiv eine Rumpelkammer. Wir wollten aussortieren. Mandoline. Zack. Ra-Spruchrolle. Kann man ganz woanders hin. Dolche könnten wir gleich versuchen zu verkaufen. Ist okay. 8-mal Lampenöl.
6 Stück davon können erstmal weg. Was warst du für eine Notiz? Need a bowl to mix the ingredients. Ah, das war das Rezept für das Ekelding. Okay. Du bist serviceable. Du bist worn. Das heißt, dich könnten wir mal dahin tun. Kraut kann hier bleiben. Die Notiz über das Klingending. Ja, das Buch selber werden wir auch nicht mehr brauchen, denke ich. So, Blutegel oder was auch immer das für kleine Dinger sind, können auch hier bleiben. Das Ding können wir versuchen zu verkaufen. Was bist du? Hund. Du bist wieder so eine Schriftrolle, die wir eigentlich nur einmal lesen müssen und uns irgendwo notieren. Also kannst du da hinten mit hin. Ale sollte auch hier bleiben. Der Port auch. Incense. Ich weiß nicht wozu. Schlüssel bleiben alle hier. Ja, ach so, wird okay. Pilze können hier bleiben. So lange, bis ich weiß, was man damit macht. So, und schon haben wir 6 Gewicht, obwohl wir noch ein paar Sachen zu verkaufen haben. Das heißt, wir gucken nochmal zu den Zwergen und hoffen, ob wir da irgendwas loswerden können. Abgeschlossen. Die Zwerge waren hier gar nicht, hm? Klick. Ich glaube, wir sind falsch. Sieht hier nicht nach Zwergen aus. Warum zum Geil gibt es hier 2 Zugänge? Quartier von Mondor. Ach, das war der Zugang von der Mine aus zu den Zwergen. Okay, dann ist ja alles gut. Müssen wir noch irgendwo einen Zwerg finden. Du. Brun Clan. Ich würde gerne mit dir tauschen. Ja, du hast nur die Edelsteine und Essen. Ja, nee, ich will nicht weiter mit dir tauschen. So, tschüss, tschüss. Wir hätten gern irgendein anderer Zwerg. Du zum Beispiel. Sprechen mit dir. Ich würde gerne tauschen. Kettenschuhe, Kettenhelm. Nee, ich würde nicht mehr weiter tauschen. Hatten die nicht alle normalerweise Gold oder hatten wir mit ihm hier schon gehandelt? Deswegen ging es nicht. Du warst abgeschlossen. Mit dem hatten wir gerade gesprochen. Hier drin ist keiner. Oh, 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 oh. Da war ein wichtiger Zwerg. Du. Sprechen. Sprechen. Corby. Eigentlich will ich nur mit ihm tauschen, aber er erzählt schon wieder seine ganze Geschichte. Ja, ich werde die Artefakte finden und so weiter und so weiter. Okay, er will gar nicht tauschen. Das ist schade. Irgendwo muss ich doch einen Zwerg finden lassen, der noch Gold hat. Kann ja nicht angeben. Was seid ihr für Zwerge? Also ja, der König hat ganz viel Gold, aber das wird er nicht hergeben. So, du. Tauschen? Nö. Bye, bye. Und sehr viel mehr Zwerge waren hier, glaube ich, auch gar nicht. Oh doch, die Wache im Königsraum. Habt ihr ein bisschen Gold einstecken? Hier war ich schon. Bye, 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 bye. Auch wenn es ja schon schön wäre, lieber Edelsteine im Inventar zu haben, anstatt irgendwelche alten Dolche und dergleichen. Ah, Gold. Sehr gut. Wir geben dir 2 Dolche für dein Gold. Nein. 2 Dolche und Lederkett? Nein. 2 Dolche, ein Ledercap und ein Buckler. Vielleicht sollte ich doch einmal diesen Barter-Mantra benutzen, ha? Huh? Also, das nimmt er jetzt endlich an. Das
alles hier auf 47 Gold und 11 Gewicht über. Sehr schön. Das war auch wirklich alles, was wir loswerden wollten? Ja, ich glaube schon. Okay, bye bye, bye bye. So, zähe Verhandlung hier. Ich meine, 9 Goldmünzen für 2 Dolche, ein Käppi und ein Buckler. Damit kann man 9 Abenteuer ausrüsten. Yeah. Ja, mal ganz kurz gucken, was die Jungs hier noch haben. Und dann sollten wir gleich wieder abspeichern. Oh, der hat jetzt 12 Gold im Angebot, aber wir haben nichts mehr. Jedenfalls nichts, was wir nicht brauchen würden. Lampenöl vielleicht, aber es ist keine 12 Gold wert. Und weniger als 12 können wir von ihm nicht fordern. Hm, ja, ne. Bye bye, bye bye. Und wir wollen abspeichern. Also bis gleich.